Hallo, hallo. Bei mir war gerade der Bote von DHL und der hat ein Paket gebracht. Ich ahne schon, was drin ist. Deswegen mache ich jetzt das erste Unboxing-Video meiner YouTube-Karriere. Hier ist das Paket. So. Zack. Diese Kartons sind ganz schön, weil die so gemacht sind, dass man die auch gut wieder zukriegt. Also die haben hier innen drin nochmal so einen extra Rahmen und da kann man dann den auch gut wieder zumachen. So, ein bisschen Plastik und unter dem Plastik, hier sieht man alle diese Bücher. Unter dem Plastik haben wir Feuer der Liebe. Tada! So, also das ist mein neuester Streich, Feuer der Liebe, mein Science-Fiction-Roman. Wie man sieht, mit einem glänzenden Cover. Wie man auch sieht, mit einem Papiego-Aufkleber. Das heißt, wer dieses Buch als Papierbuch kauft und ein Smartphone besitzt, der kann auch das als E-Book immer weiterlesen. Man bekommt dann nicht das gesamte E-Book, sondern immer so die nächsten, was weiß ich, 80 Seiten. Ich weiß es auch gar nicht genau. Auf jeden Fall eine gewisse Anzahl Seiten, mit denen man dann im Bett zum Beispiel weiterlesen kann. Kann man sich aber besser nochmal anschauen auf dieser Papiego-Homepage, da ist das richtig erklärt. So, also, Feuer der Liebe, mein Science-Fiction-Roman. So sieht der Buchrücken aus. Und das Backcover. Für alle Fans von der Wüstenplanet ist übrigens kein Werbespruch, glaube ich. Also der Wüstenplanet gehört zu meinen absoluten Lieblingsbüchern und war mit Sicherheit eine große Inspiration für dieses Buch auch. Eine andere große Inspiration war Kampfstern Galactica. Was außer dem Klappentext noch drauf ist, ist ein netter Spruch von Klaus Norbert Frick, dem Chefredakteur von Perry Rhodan. Der sagt, Quatsch, Perry Rhodan, Robert Corvus schreibt so bildgewaltig, dass man sich unweigerlich fragt, von welchen Welten der Mann träumt. Das ist fantastisch im wahrsten Sinne. Sehr nett von ihm, vielen Dank. Dieses Buch ist meine erste Klappbroschüre, die ich alleine verfasst habe. Also auch die Filiasson-Saga, die ich mit dem Bernhard Hennen zusammenschreibe, ist eine Klappbroschüre. Klappbroschüre heißt, wenn man das aufklappt, kann man das nochmal klappen. Also wenn man der Umschlag an sich hat, nochmal so eine Klappe, das gibt der ganzen Sache ein bisschen mehr Stabilität. Auf der ersten Umschlagklappe ist der Klappentext. Hier haben wir noch ein schönes Innenbild, das natürlich das Motiv von vorne aufnimmt, klar. Und auf der letzten Klappe ist ein Foto von mir mit ein bisschen zu mir auch erzählt. Übrigens eine Anzeige von Perry Rhodan hinten drin, finde ich ganz schön. Das ist ein Anzeigentausch, das heißt, demnächst erscheint dann in einem Perry Rhodan-Heft auch eine Anzeige für Feuer der Leere. Hier dieses Raumschiff, das vorne drauf ist, die ESOX. Und das ist hier auch nochmal abgebildet. Also wirklich schön gemacht. Was kann ich noch zeigen? Das Schriftbild so ein bisschen vielleicht, wenn das noch von Interesse ist. Da ist es. Also, mich freut ja immer am allermeisten am ganzen Schreiben, wenn ich den ersten Korrekturgang machen darf. Das ist mein absoluter Höhepunkt, habe ich auch schon mehrfach erzählt. Aber so ein gedrucktes Buch dann in der Hand zu haben,
ist doch auch noch mal immer eine große Freude und etwas sehr Besonderes. Denn bis dahin ist diese Geschichte ja mehr so etwas Immaterielles, was man im Kopf hat oder was irgendwo in Bits und Bytes flimmert. Und so eine immaterielle Idee nimmt dann physische Gestalt an und man kann sie anfassen, durchblättern und sich daran erfreuen. Ich hoffe, viele von Ihnen haben auch Freude an diesem Buch. So sieht's aus. Mich freut's auf jeden Fall. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal.